Ja, irgendwie ist der Beginn meiner Reise mit Rihannas Geschichte, beginnt eigentlich mit der Liebe. Ich habe mich nämlich in einen Iraner verliebt, einen iranischen Filmemacher. Und über ihn habe ich dann in Istanbul 2016, also 2 Jahre nachdem quasi Rihanna von uns gegangen ist, Familienmitglieder von Rihanna kennengelernt. Und wir haben uns angefreundet und sie haben mich irgendwann gefragt, ob ich nicht mit diesem heimlich gedrehten Material einen Dokumentarfilm machen möchte. Und dann war ich aber auch eher so, okay, ich spreche kein Persisch, ich bin keine Iranerin, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Und es ist natürlich eine ganz große Verantwortung, so einen Film zu machen mit so einem sehr, ja, traumatischen, sehr schweren Thema, sehr persönlichen Thema. Und dann hatte ich gebeten, dass ich das Material kopieren kann, mit nach Deutschland nehmen kann, übersetzen kann, verstehen kann, ob ich, Steffi, einen Film daraus machen kann. Und an diesem Tag habe ich Schule kennengelernt, die Mutter von Rihanna. Und das war 2017 schon. Die musste 2 Wochen davor auch ihr Land verlassen, war auch in Istanbul. Und das war so ein, für mich war es so ein Klickmoment. Im Endeffekt haben sich da 2 Frauen getroffen und haben sich irgendwie erstaunlicherweise sehr schnell verbunden. Und sie hat mir sehr schnell angefangen, von Rihanna zu erzählen. Und ich habe eigentlich in dem Moment beschlossen, dass ich diesen Film machen muss. Dem Dokumentarfilm 7 Winter in Teheran geht es um die Geschichte von Rehanet Chabari. Das ist ein 19-jähriges Mädchen gewesen, 2007, und sie hat sich gegen ihren Vergewaltiger gewehrt und ist dann wegen Mord zum Tode verurteilt worden. Und der Film erzählt anhand von heimlich gedrehtem Filmmaterial die Geschichte von ihr und ihren Werdensprozess in dem Gefängnis, wo sie wirklich zu so einem Symbol für Frauenrechte geworden ist, aber auch die Familie, was macht es mit der Familie und den Kampf der Familie für Rihannas Leben. من ریحانه در بستنی فروشی نشسته بودم. مردی میان سال به طرفم آمد. تلفنم به صدا درآمد. مامان بود. دلم میخواست به او بگویم چه شده. اما نگفتم. ندونستن داستان 1001 سوال رابطه نامشروع داشته؟ قتل انجام داده؟ Für den Film war ich selbst nie im Iran. Ich war nie im Iran. Auch davor war ich nie im Iran. Das Interview mit dem Vater Feridun, der ist immer noch im Iran, wurde über online geführt. Also quasi, ich habe das online aus Deutschland heraus geführt mit ihm. Es gibt aber ein paar Aufnahmen in dem Film, die wurden speziell für den Film gedreht. Also, da haben sich iranische FilmemacherInnen bereit erklärt, aus so einem aktivistischen Ansatz für den Film Aufnahmen zu machen, weil sie unbedingt wollten, dass Rihannas Geschichte erzählt wird. قانون مربوط به تجاوز به دختران و دفاع آنان در برابر تجاوز را مردها نوشتند و مراحل دادرسی بی منطقش قصاص نفس با چوبه دار. ته ذهنمونم یه چیزی هم بود که حتما باید این خانواده رضایت بدن. خیلی سخت بود ولی من خودم فکر میکردم که با حاضریم که انجام بدیم تا رضایت بدن. Also die Miniatursets in dem Film, die Idee kam relativ am Anfang schon dieses Filmprozesses oder des Überlegens, vor allem wie kann ich Rehane eine visuelle Form geben oder eine visuelle Ebene geben. Ich habe diese wunderbaren Aufnahmen von ihrer Stimme aus dem Gefängnis, wo sie Teile ihrer Selbstverteidigungsbriefe vorliest. Und ich habe diese Selbstverteidigungsbriefe, die mir total wichtig waren, in ihre Welt zu gucken, ihre Perspektive kennenzulernen. Und es sind eben auch so diese Briefe, wo sie das erste Mal selbst ihre Stimme erhebt. Die waren mir total wichtig, die wollte ich unbedingt in dem Film haben. Ich hatte aber kein Bild. Und dann war eben die große Frage, was kann ich
wie kann ich diesen Texten eine Visualität geben? Und dann kam relativ am Anfang, hatte ich so ein Bild von leeren Rollen. Und meine Kamerafrau Julia Daschner fand das total toll und die hatte auch schon mit so Architekturmodellen mal was gedreht. Und dann kam diese Idee. Und dann haben wir beschlossen, dass wir eben diese Orte, die für Rehane sehr wichtig waren, die ihre Geschichte bestimmt haben, wo wir aber keinen Zugang haben, wo wir nicht mit der Kamera reingehen können, nicht drehen können, dass wir die nachbauen. Und das war dann ein ganz schöner Rechercheakt, also zu recherchieren, wie sieht es da genau aus. Und es gibt auch Modelle, die sind sehr naturgetreu und sehr detailliert an der Realität dran. Und dann gibt es aber Modelle, zum Beispiel die Wohnung, wo dieser sexuelle Übergriff stattfindet. Da habe ich relativ wenig Informationen gehabt. Da hatte ich jetzt zwar einen Grundriss von Rehane, wie den hat sie in ihr Tagebuch gezeichnet. Ich hatte so Beschreibungen von ihr, aber auch aus dem Polizeibericht, was in dieser Wohnung war, aber jetzt wie das genau aussieht und wie diese Materialität sind, das ist genau, da habe ich mich dann eben an anderen iranischen Haushalten orientiert, aber genau, das weiß ich zum Beispiel nicht, wie das wirklich aussieht. کاش ذره‌ای از صراحت مادرم در وجودم بود که حتی 1% فکر می‌کردم نجات ریحان توشه چقدرم پرزحمت بود من انجامش می‌دادم. In einem Moment hatte ich über Musik angefangen nachzudenken und hatte mir gedacht, ach, eigentlich ist so der kleinste musikalische Nenner zwischen Mutter und Kind oder der emotionalste Nenner ist eigentlich ein Kinderlied, ist eigentlich ein Schlaflied. Und dann habe ich eben Schule gefragt, was ist denn Schlaflied, was hast du Rehane vorgesungen? Ich habe angefangen, iranische Schlaflieder mir anzuhören. Und habe dann bei dem Vorstellungsgespräch mit dem Komponisten Fleming Nordkrog, der ist Däne, der lebt in Paris, habe ich diese Idee gesagt, dass das könnte was sein, was ich interessant finde. Und er fand es grandios und ist da sofort draufgesprungen. Ich habe ihm dann einfach diese zwei Schlaflieder geschickt. Und wir haben uns auch sofort in das Gleiche verliebt und eine Woche später habe ich mit Schule, weil Schule singt das ja, ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, aber Schule ist diese Stimme, also die Mutter. Und sie hat das eingesungen mit mir und eingesummt. Und dann haben die in Paris sofort mit Instrumenten aufgenommen. Und es wurde später noch ein bisschen justiert, aber ich habe sehr, sehr früh im Schnittprozess schon diese tolle Musik gehabt. Also auf den Komponisten bin ich über meine französische Co-Produktionsfirma gekommen. Die haben ihn mir vorgeschlagen, die haben schon öfters mit ihm gearbeitet. Und es musste jemand sein, der aus Frankreich kommt. Also wir haben jemanden gebraucht, der einen Kreativ-Head aus Frankreich. Und ich habe mir seine Sachen angehört und fand das alles ganz toll. Aber es war natürlich, hatte alles gar nichts mit Iran zu tun. Und ich habe einfach nur gehört, dass er genau sehr sensible Musik machen kann. Und dann haben wir das ausprobiert und zwar sofort, also wir haben uns irgendwie sofort sehr gut verstanden. Mehraba Madara, man yad gereftam, ke gahi bayad jangid. Danestam, ke hatta dar sharayete sakht, mitaban ba jaraghe-i, shadi kuchaki ra roshan kard. Also es gab natürlich relativ viele Herausforderungen bei diesem Projekt, muss ich sagen. Aber ich glaube, die größte Herausforderung war wirklich dieser Sicherheitsaspekt. Wir haben nie darüber gesprochen, dass wir diesen Film machen, außer jetzt mit Förderinstitutionen und den Leuten, die wirklich ganz konkret an dem Film gearbeitet haben, weil wir eben unsere Leute im Iran schützen mussten. Und glaube ich, dieser ganze Sicherheitsaspekt, die Leute zu schützen, das war irgendwie einerseits anstrengend, aber es war auch emotional anstrengend. Also zu wissen, dass jemand im Iran eine Aufnahme macht, die ihn ins Gefängnis bringen kann, oder noch Schlimmeres, ist natürlich emotional total anstrengend gewesen. Und ich habe mich aber trotzdem dazu entschieden, das zu machen, weil ich von den iranischen Filmleuten auch die Rückmeldung bekommen habe, nee, wir wollen, dass Rehanes Stimme gehört wird und wir können diesen Film nicht machen und wir finden es toll, dass du diesen Film machst.
Und deswegen habe ich das überhaupt, also ich war, glaube ich, diejenige, die wirklich eher so lieber manchmal abbrechen wollte, weil ich gesagt habe, so okay, das ist es nicht wert. Also ich will jetzt niemanden in Gefahr stürzen, nur damit ich ein Bild von Evan Gefängnis von außen habe. Und die waren aber halt so, nee, wir machen das. Wir wollen das. Wir wollen, dass Rihannes Stimme gehört wird und Rihannes Geschichte erzählt wird. Ich habe jetzt hier in Deutschland vom Iran aus keine Repressalien erfahren. Also das ist aber auch ein bisschen das, was wir erwartet haben. Also das war das, was quasi unsere iranischen Expertinnen uns gesagt haben. Sie haben gesagt, so in dem Moment, wo der Film eine Öffentlichkeit hat, ist es wie so ein Schutzschild, eben auch für Feridun, der ja immer noch im Iran ist. Der ist ja quasi derjenige, der am leichtesten quasi auch Repressalien oder wo man das Gefühl hat, der kriegt sie zuerst. Und die haben immer gesagt, diese Öffentlichkeit macht so ein Schutzschild. Alles, was davor geschieht, ist gefährlich. Also der Film kann jetzt im Iran nicht wie hier im Kino gezeigt werden. Also das geht nicht, weil da braucht man eine Genehmigung, der wird nicht durch die Zensur gehen. Es gibt aber natürlich andere Möglichkeiten, dass im Iran ein Film angesehen werden kann. Also es gibt auch Familienmitglieder, die den Film schon sehen konnten. Und wir sind auf jeden Fall dabei, eine Möglichkeit zu finden, dass der auch im Iran zugänglich ist. Es gibt noch eine andere Fassung fürs Fernsehen. Die musste irgendwie ein paar Minuten kürzer sein. Und genau, das habe ich aber auch geschnitten. Aber genau, ich finde trotzdem, die lange Kinofassung ist für mich nochmal, genau, da hängt mein Herz schon dran.